Und Hallöchen, es geht wieder weiter mit Gothic 1. Ich habe keine Ahnung, wie es hier im Tempel weitergeht, denn das Ganze ist ein pures Rätsel. Und darin bin ich eindeutig nicht gut. Ah, da ist die letzte Tür. Da gibt es dann wahrscheinlich nochmal einen Schalter. Und dann dürfen wir endlich hier in die Mitte auf diese Insel, sage ich mal. Hoffe ich zumindest. Und das sind jetzt wieder irgendwelche niederen Dämonen bestimmt drin. Ach komm doch her. Brauchst du keine Angst haben vor mir. So, hier sind noch zwei Tränke, die nehme ich natürlich gleich mit ins Gepäck. Sowas kann ich doch nicht einfach stehen lassen. Und was passiert nun? Nun öffnet sich bestimmt eine Brücke. Ja, wie ich es mir gedacht habe. Nee, springen sollten wir lieber nicht. Das schaffen wir, glaube ich, gar nicht. Deswegen einmal wieder die Runde hier rumdrehen. Das werden wir wohl noch aushalten. Schneller, 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 schneller. Vielleicht erwartet uns dann wieder ein Schamane da drin, also in der Mitte. Wäre auf jeden Fall besser, finde ich jetzt. Und ja, da ist auch einer, wie ich es mir gedacht habe. Und hier ist eine Falle. Ja. Genau so sollte das laufen. Nein, 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 nein. Ich habe jetzt ernsthaft nicht gespeichert, oder? Ach, da habe ich doch gespeichert. Mann, ich bin so hohl. Okay, ich könnte ihn abschießen. Ah, da kann man reinklettern. Ja, so geht's natürlich auch. Speicher nochmal vor dem Boss. Und rein geht's in die... Ah, neues Schwert, okay. Scheiße, der zieht gleich seine Waffe. Okay, keine Chance. Ja, da können wir gleich wieder laden. So, wo war denn der Speicherpunkt? Ah, hier, okay. Dann würde ich sagen, wir trinken noch mal schnell einen Heiltrank, damit wir auch wirklich ganz voll sind, oder zwei Heiltränke. Kletter nach oben. Ziehen schon mal unser Schwert. Und ja, das müsst ihr mir jetzt nicht zeigen. Ach, verdammt! So, so, so und besiegt. Perfekt. Scheiße, jetzt habe ich die Waffe nicht durchgelesen, was da war. Und ich soll doch die Waffe aufnehmen. Sonderbares Schwert. Das hört sich doch schon mal schön an. Das sonderbare Schwert ist nun in unseren Händen. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir hier wieder raus dürfen oder nicht. Ach, wir klettern einfach mal aus, zur Sicherheit. Nicht, dass wir wieder von den Fallen ermordet werden.
So, jetzt fehlen uns entweder noch zwei Schamanen oder noch ein einzelner. Das wäre natürlich besser, wenn jetzt nur noch ein einzelner fehlt. Aber ich meine, dann haben wir es auch schon bald. Hoffe ich. Ich weiß ja nicht. Aber eigentlich müsste im Schläfertempel hier dann schon Ende sein. So, Stacheln kommt nochmal raus. Und so. Und so, wir sind wieder da. Gut. Dann töten wir jetzt nochmal schnell die zwei Tempelwächter da. Die sind jetzt kein Ding mehr. Wir schauen auch uns gleich mal das sonderbare Schwert an. So, gut. Sonst noch irgendwas hier? Also hier kamen wir mal her. Von da oben. Das heißt, da wären wir dann hier runtergegangen. Und hier gibt's eine Truhe da drüben. Okay, im Dunkeln ist nichts mehr. Da speichern wir davor lieber. Fackel. Oh, wieder solche Stärke-Boni-Tränke. Ring der Unbesiegbarkeit auch noch. Ja, das heißt, wir trinken natürlich mal wieder ein paar Tränke. Da, den Stärke-Bonus-Trank. Und die Artefakte natürlich. Ring der Unbesiegbarkeit, da ist er ja. Der ist eigentlich echt gut. Den ziehen wir mal an. Der hat Schutz vor Magie 3, Schutz vor Feuer 5, Schutz vor Pfeilen 10 und Schutz vor Waffen auch 10. So, dann wieder schön speichern. Das ist auf jeden Fall bei mir das A und O, das ganze Speichern. Davon hängt das ganze Spiel ab. Und so, jetzt mal sonderbares Schwert. Wo bist du? Sonderbares Schwert. Sonderbares Schwert. Okay, ist irgendwie nicht da. Ich schaue jetzt mal einfach ganz runter. Vielleicht ist es da irgendwo. Auch nicht. Dann vielleicht bei Verschiedenes. Da ist es doch, oder? Sonderbares Schwert. Ein wundervoll gefertigtes Schwert. Uralte Runen werden in die Klinge eingraviert. Vielleicht kann Xaras diese Runen entziffern, bevor er das Schwert nicht identifiziert hat, lege ich es besser nicht an. Okay, das ist auf jeden Fall ein guter Rat, den wir mal befolgen. So, hier liegt noch eine Hüterklinge. Krusch Karok. Ja, wie kommen wir jetzt hier rein? Also dieser Schalter, der klappt ja irgendwie nicht ganz. Hier ist auch nichts zum Abschießen oder so. Wir speichern natürlich, machen einmal den Lichtzauber wieder. Schauen mal in die Ecken. Komisch. Das hat doch irgendwas hiermit auf sich. Oh, das sind ja ein paar Tränke, die habe ich ja gar nicht erkannt. So, die da oben kann ich anscheinend nicht mitnehmen. So, das ist auf jeden Fall Minecrawler. Das ist irgendein Skelettkopf. Und das... keine Ahnung was.
Kann man das abschießen oder so? Nee, kann man nicht. Schon wieder Rätsel, das liebe ich ja. Vielleicht hier irgendwie nach oben gehen? Nee, das auch nicht. Okay, ist denn hier irgendetwas, was ich noch erkunden sollte? Ja, perfekt, wir sind in die Lava gefallen. So muss das sein. So, dann noch hier rüber. Und ist hier jetzt etwas oder nicht? Eigentlich nicht, oder? Ist wieder dieser Scheißschalter, den man einfach nicht betätigen kann. Aber wir versuchen es jetzt nochmal. So, Armbrust ziehen, vielleicht irgendwie so abschießen oder so. Nee, bringt genauso wenig. Scheiße. Tot. Mann, wie ich das liebe. Vielleicht. Ich versuch's jetzt mal. Moment. Ein Schnelligkeitstrank. Dann das hier drehen. Auch nicht. Toll. Und er hängt wieder in der Luft wie so ein kleiner Depp. Hey, ich falle! Dabei falle ich gar nicht. Bin voll cool! Und die Platte kommt mir entgegen und boom! Jetzt falle ich erst. Ja, schön. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Sowas liebe ich. Ist hier unten denn noch etwas, von dem ich wissen sollte? Nein, natürlich nicht. Das wäre ja zu schön. Und jetzt müssen wir wieder da lang springen. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Wo geht's lang? Da, 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 dam. Moment mal, ich hab eine Idee. Ich hab wirklich eine Idee. Okay. Wie soll ich da bitte hochkommen? Ja, genau so, oder was? Ich glaube auch. Naja, wie gesagt, ich habe eine Idee, die werden wir dann auch im nächsten Part mal machen. Weil ich habe echt keine Ahnung, wie es in diesem verdammten Tempel weitergeht. Der ist mir eindeutig zu schwer. Ja, wir nehmen jetzt einfach mal so einen Schnelligkeitstrank nochmal.
So, reinkippen und los geht's. Ach, da könnten wir doch gleich mal hochklettern. Ach komm, stell dich jetzt nicht so dumm an, Gothic-Charakter. Geht doch. Und zwar, das kennen wir ja noch vor ein paar Parts. Dann schnell in den Tunnel. Moment, ich bin gleich da, wo ich sein wollte oder sein will. Denn hier gibt es ja auch noch eine Abzweigung da hoch. Vielleicht müssen wir das erst machen. Oh, 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 das sind ein paar Leute. Ja, wie gesagt, vielleicht müssen wir das erst machen, damit es auch dann weitergeht. So, besiegt. Gut. Gut, perfekt, schön. So, hier ist nichts weiter versteckt, außer eine Fackel und ein Trank. Ja, dann würde ich auch sagen... Oh, mein Gott, ey. Scheiße, der hat mich jetzt erschrocken. Eigentlich wollte ich jetzt hier den Schnitt mit einbringen. Aber das geht jetzt im Moment sehr schlecht. So, besiegt. Ach Mann, jetzt stirb doch mal. Oder... Klapper in deine Einzelteile zusammen. Ja, geht doch. Was war denn daran so schwer? Ja, wie gesagt, dann würde ich sagen, dass wir diesen Weg erst im nächsten Part erkunden. Und deswegen bis dann, meine Freunde. Haut rein und schaltet wieder ein, wenn ihr wollt. Tschüss.